So. Herzlich willkommen im Mühlenland Mittelkreis. Ach, Mühlenland. Mühlenkreis Mittelland, so rum. Ja, ich bin jetzt ein bisschen angepisst, weil das Mikrofon aus war. Aber mein Headset. Und auf jeden Fall. Wir kommen hier auf den Mühlenkreis Mittelland, auf den Bauernhof von Patrick, Folge 44. Ihr habt gerade eben gesehen, dass ich den alles hingebracht habe zur BGA. Schild, Fräse, Walze, Gewicht, Anhänger. Und wir warten jetzt nur noch darauf, dass auf Feld 62, dass dort die BGA leer ist, dass wir die verkaufen können, weil Bunker verkaufen wir dort. Das geht dann, das Geld geht zurück an die Bank, weil ich dann auch Schulden habe. Und auf jeden Fall wird das dann so laufen. Dass es eine Zeit Anspruch nehmen wird, bevor ich die BGA in Angriff nehmen kann. Weil müssen wir dann nochmal zwei neue Felder kaufen. Und Wiese drauf pflanzen, dass sich das lohnt. Denn. Weil es bringt mir ein Feld Wiese zu haben. Das Feld 9 ist nur Wiese. Und da muss ich immer zweimal drüber mähen erst. Bevor sich das dann erst wirklich lohnt, den Bunker damit aufzufüllen. Und auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, mir noch zwei neue Felder zu kaufen. Und da müssen wir mal große Felder holen. Weil das lohnt sich dann, wenn ich große Felder nehme, lohnt sich das eher, und wenn ich da Wiese drauf pflanze. Und dann passt das. Aber da muss ich mal gucken, dass die Felder nicht so teuer sind. Trotz groß und nicht allzu teuer. Ah, wie einer meiner Lieblingslied im Webradio.
So, Anhänger voll. Der Rest kommt wieder hier rein. Und auf jeden Fall stellen wir den Anhänger jetzt erstmal hier ab. Weil ich gucke jetzt mal nach wegen Feldarbeit und wegen selber nochmal Felder kaufen. Was kostet denn das Feld hier? Ah, es wird zu groß, es wird zu teuer, ehrlich gesagt. Aber am besten wäre ja ein einziges großes Feld. Nur. Die sind dann halt einfach auch zu teuer. Guck mal, wenn ich die ganze Map kaufen möchte, nur die Map alleine, kostet mich das 76 Millionen. Das hat doch keiner das Geld. Wer kauft sich auch freiwillig die ganze Karte? Selbst das Waldstück kann man hier kaufen. Das kostet knapp 500.000. Aber ich suche jetzt erstmal Aufträge raus. Aber was soll ich da bitte transportieren? Ich weiß doch gar nicht, was eine MG. Nein. Haben wir gleich. BGA. Das fängt jetzt hier an zu haken an. Durch die beiden BGAs, die ich hier auf dem Hof stehen habe. Aber haben wir gleich. Ich verkaufe sie jetzt einfach. So. Weil dann habe ich sie weg. So, da haben wir einmal den Bunker. Da bringt man natürlich nicht viel.
Dann habe ich dann alles wohl verkauft. Ja, und alles weg. So. Wo soll das sein? Da. Ja, dann ist es auch kein Wunder, warum ich das nicht finden konnte. Ganz ehrlich. So. Dann nehmen wir mal Kundenaufträge an. Da müssen wir einfach gucken, was ich da transportieren muss. Ich nehme jetzt einfach mal hier so einen Anhänger mit, der nichts geladen hat. Aber den können wir ja auch hier auskippen, das ist ja kein Problem. Jetzt schauen wir mal eben kurz rückwärts. So, und den Rest. So, dann fahre ich jetzt zur MGK. Das ist ja nur Kalk. Ich soll Kalk zur Kirche bringen? Hier wollte doch hier einen echt veräppeln. Manchmal habe ich das echt das komische Gefühl, dass ihr hier einen veräppeln wollt.
Egal, dann habe ich Kalk. So, Anhänger stellen wir ja ab. Brauche ich nicht. Da reicht auch die Gabel vorne dran. An der Stelle hier. Dafür brauche ich jetzt extra keinen Anhänger. Als Blödsinn wäre. Wir machen mal Rundumleuchten an, weil ich ja vorne die Gabel dran habe. Als Vorsichtsmaßnahme. Ich weiß gar nicht, wo die Kirche ist. Ich wüsste auch überhaupt gar nicht, dass hier eine Kirche existiert.
sind wir ja gleich da. Aha, also den Kirchenturm sehe ich schon mal. Da fahre ich am besten hier vorne rein. Und dann. Das alles andere habe ich ja nicht. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wo die Kirche ist. Was kosten jetzt noch mal die Felder, die ich mir angeschaut habe? Also interessiert war ich. Nee, das ist teuer. Wenn ich Feld 15 zur Wiese noch umfunktioniere. Was kostet denn Feld 52? Da kommt dann Corby Feld 2, weil es direkt neben der BGA liegt. Und Feld 7. Und aus den beiden Feldern mache ich Wiese. Mit Feld 9. Und dann passt das. Ihr weiß jetzt gar nicht, was auffällt. Der sieht aber aus wie Rap, nee, wie Mais. Das heißt,
für die Biogasanlage. Da müsste ich mir wieder eine Maschine kaufen. Ja, ich habe ja sowieso vor, Wiese zu machen und daher können sie eigentlich auch so weg. Aber normalerweise will ich es ja nicht machen, weil es ja auch Geld ist. Aber was will er machen? Die Maschinen sind mir dann einfach auch zu teuer. Auch als Mieter. Sind sie mir dann auch zu teuer. Und da kann ich lieber daraus sofort eine Wiese machen. Und dann ist das auch schon gelöst, das Problem. Weil es geht dann alles in die BGA rein. Die ganzen Wiesen. Also zumindest Feld 7 und 5. Ne, 2. Komme ich ja auf 5. Denn 9 könnte ich dann auch wieder als was anderes bepflanzen. Und auf jeden Fall wollte ich mal gucken, was ich auf dem Feld 9 anpflanze.
Weil wenn ich ja jetzt so mache, wie ich das auf Feld 9 mache, hingehe, alle 2 Tage das Feld mehr, aber das erstmal da liegen lasse, dann zu einer Bahn fahre und dann einhole und dann zum Bunker bringe zur BGA, dann reicht das eigentlich auch. Ich weiß gar nicht, weil ich auf Feld 2 habe. Angepflanzt ist. Ich kaufe mir einfach ein Feld, wo ich keine Ahnung habe, was drauf angepflanzt ist. Auch gut.
So, jetzt gucken wir mal eben nach, was ich auf Feld 2 habe. Baumwolle, da kann ich doch gar nicht ernten. Ja, dann kann das auch so weg. Weil die Technik habe ich doch dafür gar nicht. Baumwolle. Rundum leuchten können erstmal aus.
das fällt auch langsam zur Wiese. Und Feld 9. Das bleibt dann auch erstmal Wiese. Und auf jeden Fall wird es jetzt noch ein bisschen dauern, bis ich die Ernte einfahren kann. Ja, den Rest mache ich morgen, das sage ich mal für später.